Ich habe euch neulich gesagt, dass die Zeit in der Musik manchmal etwas anders läuft als gewöhnlich. Das ist jedoch relativ. Immerhin haben wir Takte. Es gibt einerseits Regeln, andererseits gibt es Momente, die man viel mit dem Gefühl erfassen kann. Diese Magie der Zeit haben Komponisten sich gelegentlich mit voller Absicht zunutze gemacht. Wenn ich als Interpretin das entdecke, habe ich das Gefühl, mit der Musik auf Reisen zu sein. Das geschieht mir im zweiten Satz der Appassionata von Beethoven. Ich versuche zuerst mit Noten zu erklären. Es beginnt mit einem Zweivierteltakt, also zwei Viertelnoten pro Takt. Am Anfang hören wir 16 Takte lang Viertelnoten als Hauptschläge. Also 1, 2, 1, 2. Es gibt wenig Bewegung. Mir ist, als stünde ich mitten in einem Raum. Bewegung gibt es nur in mir. Ich spüre, dass ich mit diesem Raum Schritt für Schritt Kontakt aufnehme. Langsam taste ich mich vor und allmählich begibt sich mein ganzes Ich in die Musik hinein. Hat Beethoven die Zeit in Achtelnoten geteilt. Also am Anfang war Viertelnote und jetzt Achtel. Ich verlasse beim Spielen nun den Raum, habe eine Richtung gefunden, dringe aber immer noch ganz langsam vor. Ab Takt 32, also nach 16 Takten, guck mal, was jetzt kommt. Ich kann im normalen Schritttempo jetzt gehen. Also von Viertel, spürt ihr hier den Wind, der eure Wangen berührt. Musik.
Möglichkeiten, diesen Satz zu analysieren und zu interpretieren. Ich wollte euch aber besonders auf den Faktor Zeit aufmerksam machen. Beethoven hat bis zu dieser schnellen Stelle, also 32. Stelle, jeweils alle 16 Takte seine Zeit gesteigert, sein Tempo gesteigert. Ich nahm Anlauf, wurde schneller und schneller, bis ich abhebe und in den Himmel hineinfliege. Wie ihr seht, kann man in der Musik hochspringen, in die Sonne fliegen, aber auch tief ins Meer hinabtauchen. Es ist wie im Traum, wo man das Gefühl hat, alles tun zu können. Wie Chopin. Hochspringen und auch fliegen. Ich kann alles machen. Versucht ihr auch mit mir in dieser Musik auf Reisen zu gehen? Dann könntet ihr nicht nur die Musik hören, sondern sie mit allen Sinnen und der Seele spüren.